Die Gruppe ist jetzt ausgelost, sehr schwierig. Man kann aber immer wieder auf beide Perspektiven sehen. Man kann sagen, dass es die schwierigste Gruppe ist. Man kann aber sehen, als ein Geschenk, als eine Traumgruppe. Also ich glaube, zwischen Traum und Realität gibt es einen Raum, wo man sehr viel agieren kann und beeinflussen kann. Und das ist unsere Chance. Wir werden schon unsere Ziele finden, auch wenn es um eine Halbzeit ist. Aber wir wollen auf jeden Fall die große ärgern. Wir sind, glaube ich, eine von wenigen Mannschaften, die eben zum dritten Mal dabei sind. Auf das können wir sicher sehr stolz sein. Und es ist natürlich für uns immer cool, dort dabei sein zu dürfen. Und wir werden auch dieses Jahr probieren, unser Bestes zu geben. Ja, die erste Reaktion. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir in München oder in Istanbul spielen. Das wäre beides für mich Heimspiel gewesen. Aber ja, die Gruppe jetzt ist natürlich keine einfache Gruppe, aber im Fußball weiß man nie, was passiert und deswegen gehe ich da eigentlich jetzt positiv in die Sache rein. Ja. Wenn wir älter werden, wir können erzählen, dass wir einmal gegen Barcelona gespielt haben. Das ist schon sehr, sehr interessant und sehr gut. Ich freue mich sehr, dass wir die Chance haben. Ich glaube, jeder hier individuell kann sich in diese Gruppenphase zeigen und wir können nur gewinnen. Also ich glaube, jeder träumt von einem Match gegen Barcelona. Aber Manchester City ist einfach ein sehr großer Name und wir werden natürlich mit voller Vorfreude dort anreisen und hoffentlich coole Momente erleben. Also wie gesagt, beim Fußball kann man halt nie sagen, es kann sein, dass wir mal einen richtig guten Tag haben und dann, dass auch so eine Mannschaft wie Barca einen schlechten Tag hat. Dann kann man auch da, wieso nicht, mal einen Punkt holen und deswegen lassen wir uns überraschen. Ich glaube, bessere Werbung konnte es nicht sein für uns. Also ich glaube, St. Pölten hat auch jetzt gerade ein Geschenk bekommen, wenn einmal Barcelona hier live sehen können. City war schon einmal bei uns, aber zweites Mal. Und der schwedische Meister auch, vielleicht nicht so populär, aber ist eine unglaubliche Mannschaft. Ich würde mich trauen, dass ich die anderen zwei auch sehr ärgern kann.